zwei Zweier. Aber raus aus dem Bucket, ein bisschen in der Mitte und dann hast du einen Schuss. Also, genau, aber ich check kurz vorher nochmal den Kopf. 30 Sekunden! Total eingebrochen. Ich hab's gesehen. Oh, fuck yeah. Was hat die, die zu dir gesagt? Dass ich meine Hände näher am Körper lassen soll. Damit du in der Lane bleibst, oder was? Aber ich war in der Lane. Keine Ahnung. Ich hab nur dein Gesicht gesehen, dass du so... Ich bin danach einfach ein bisschen nach weiter nach vorne und dann einfach weiter gesprungen. So. Das war bei dir jemand? Ich meine einfach, dass mir durch die Krankheitsphase so die Grundausdauer fehlt. Ja. Die 3-4 Wochen nichts Schein machen kann, das fehlt extrem. Ja. Und deswegen war ich zu schnell. Bei Jens im Busch hat er 8-7 gemacht, das war der Fehler. Aber es hat sich gut angefühlt halt. Das fühlt sich immer gut an den ersten Runden, du weißt, wie es ist. Ja, Mann. Ja, egal, das war jetzt das Schwierigste halt. Also das war mit Abstand. So, fertig, abhaken. Und dann die zwei anderen werden gut. Bei mir sind auch wieder beim Bro eingetroffen. Ich war am Anfang Platz 12, mein Super 4. Nice. Das erste war krass, der erste war 17 Kalorien vor mir. Das war schon hart. Ja. Ja, gut. Aber gut, ey, du musst ja nicht auf Platz 1 landen, um am Ende vorne zu sein. Du musst ja einfach nur Top 5. Hast du es gemacht? Zumindest mal erste Linie. Aber Top 10 ist auch gut. Jedes Mal Top 10 in allen drei, dann landest du recht weit vorne. Das muss ja nicht jedes Mal. Das ist gut, Mann. Aber war krass, dass die echt alle eingeladen waren. Das war aber gestern schon so. Ich habe auch dann, ich höre dann immer zu, was die Leute reden. Und dann reden die hier draußen, wenn die aus dem Road kommen und sagen, oh, am Anfang habe ich das und das gemacht, aber dann konnte ich es nicht mehr machen. Das habe ich gestern den ganzen Tag gehört und ich dachte mir auch, ist ja auch klar, so, ich meine, Adrenalin fühlt sich gut an, der erste Intervall, die Leute pacen, das ist einfach falsch. Und es bringt gar nichts, da sind manche aufgestanden, als sie noch 5 Sekunden hatten und schon für die Burpees bereit gemacht, das bringt überhaupt nichts, weil ich habe nochmal ein, zwei Kalorien ziehen können in der Zeit. Ja. Ja. Und die haben jetzt, und trotzdem haben die mich da nicht überholt, also das bringt gar nichts, dann stehen sie bleiben. Auch nochmal am Ende des Intervalls nochmal einen schönen Dinger mitnehmen, einen Zug und dann erst runtergehen. Ja. So, mir geht's gut. Ja, Alex, bin nur enttäuscht. Logisch. Alles gut. Ist nicht das, was du. Aber wenigstens habe ich mein Ego zu Hause gelassen, habe gleich Singles bei Toast drüber gemacht, damit dann nimmt er weniger Zeit, wie das bei Stunden lang rumsteht. Ja. Dann, okay, scheiß drauf, wie es aussieht. Ja. Oh, ein Rap nach dem anderen. Ja. Nee, das war gut, es ist super schnell geschaltet. Als der erste nicht gekommen ist, hast du sofort gemerkt, dass sein Bauch sich zu gut. Okay, Singles. Ja. Aber das war gut, ja. Aber ich habe nicht gedacht, dass es erst in der letzten Runde kommt, oder? Manchmal trainiert man so viel und fragt sich, macht es überhaupt alles Sinn, weißt du? In dem Moment dann, ne? Ja. Aber heute kommt ja auch so vieles zusammen. Genau. Kontext, ja, Kontext. Das ist aber auch einfach. Das musst du aber auch sagen, dass es einfach nicht sein muss. Nee, das war absolut nicht mein. Aber egal. Wagen beide mal. Ja.
Zeug sagt, dann hätte ich meine kleinen Mikros mitgebracht. Ja, der hat so Mini-Mikros, hat er. So ganz kleine und ganz nah dran. Ich habe so ganz kleine Mini-Mikros. Riecht es richtig gut. Die man ans Handy anschließen kann. Und richtig geil. Ich auch immer erkannt, ne? Ja? Ich auch von allen erkannt. Ich? Nee, ich bin undercover. Undercover, Alter. Heute bin ich undercover. Ja. So. Kennst du Family Guy, wo Peter einen Schokoriegel isst und dann zieht er seinen Pullover zu und drückt ihn raus? Das sieht aus wie ein Arschloch. Der ist Yannick und fit heute. Ja, doch. So einigermaßen. Vorbereitung war leider nicht optimal. Ich war die letzten 2 Wochen krank. Einfach halt erkältet. Aber ja. Ich wollte es mir dann halt nicht versauen, dass ich irgendwie zu früh wieder anfange und es dann noch schlimmer wird. Deswegen habe ich gedacht, ja, mach's halt lieber langsam. Mit welchem Workout darf ich heute starten? Ja, gleich mit dem, für mich finde ich am schlimmsten wieder, das Workout 3 mit den Front Squats, Box Jump Over, Snatches und Burpee Box Jump Over. Krass, dich erwischt es aber auch immer mit den ganzen Box Jumps und Squats. Echt, bei der Fitness-Bundesliga war das ja schon so, wo du richtig auf die Beine gegangen bist. Ja, deswegen kleine Flashbacks, aber wird schon werden. 5 schnelle Fragen an Marc. Fang mal mit einer an. Wie fühlst du dich heute? Ehrliche Antwort. Gern. Geht so. Geht so? Was ist los? Bisschen Rücken, bisschen Schulter, aber okay. Zwickt ein bisschen. Zwickt ein bisschen. Generell oder vom Training? Von der straffen Vorbereitung? Ich denke Training. Ja. Weil rückenmäßig habe ich eigentlich nie Probleme. Es war ziemlich viel Backsquats und Frontsquats und ziemlich viel Conditioning halt. Ja, shit. Mit was für ein Training startest du jetzt heute? Handstand Push-Ups, Toast-to-Bar, Clean and Jerk und Ausfallschritte. Ausfallschritte. Und dann muss ich halt, ich glaube 20 Toast-to-Bar, 15 Handstand Push-Ups. Mhm. Dann die Meter laufen mit einem 30 Kilo Slamball. Und dann Clean and Jerks, 60 Kilo, 15 Stück und dann geht's halt abwärts. Hast du irgendeine Strategie, die dich heute zum Erfolg führen wird? Also, Toast-to-Bar muss ich gucken, habe ich lange nicht mehr gemacht. Gerade wegen der Schulter. Ich versuche es halt unbroken zu machen. Die Handstand Push-Ups genauso unbroken. Und dann halt gucken, wahrscheinlich mache ich die Dings Single, die Clean and Jerks, weil ich nicht weiß, wie ich die handle dann. Ob ich 5er mache oder ob ich einzelne mache, weil du darfst ja nicht droppen. Du musst ja immer das eigentlich... Das habe ich gehört, hat vorhin einer erzählt. Du musst sie immer langsam absetzen. Weißt du, was mache ich dann? Matten drunter, ich verstehe es nicht. Das ist nichts, was mir nicht liegt, aber schauen wir mal. Schauen wir mal, was wird. Wie sieht so eine Wettkampfvorbereitung gerade in der Weihnachtszeit aus mit Glühwein? Gibt es da so einen sportlichen Glühwein zwischendurch? Eigentlich nicht. Ich trinke generell eigentlich kein Alkohol. Ja. Vielleicht mal alkoholfreies Weizen oder so. Obwohl Glühwein isotonisch ist. Ja, danach halt dann. Also auf jeden Fall Montagabend, Weihnachtsmarkt und gleich mal einen trinken.
Geil, erstmal komm. Ich kotze doch Blut, Alter. Brauchst du irgendwas? Soll ich dir Wasser geben? Ja, ja, alles gut. Du hast gekämpft bis zum Schluss, Alter. Ja, am Anfang, ich war viel zu schnell. Ich habe alles am Broken gemacht, das ging dann. Und dann habe ich ja gemerkt, fuck. Das war nicht gut. Krass. Aber 1 von 3, Mark. Das Schlimmste, Alter. Das war echt das Schlimmste. Also viel Spaß, Janik, noch. Jetzt schneiden wir so Janik rein, wie er so richtig gequält einfach nach dem Training hier rausstolpert. Ich brauche kurz Marvin. Können wir sonst das nicht vorstellen. Macht, Alter. Mark tot. Ich hab sowas noch nie gehabt, Alter. Schmerzen in der Rücke. Rolllege vielleicht. Ich fahr jetzt, Alter. Sprint hier. Fallen lassen darf, weißt du? Hätte ich sie mir jetzt gemacht. Das war für mich unheimlich anstrengend, das abzulassen. Die 60 Kilo, weißt du? Das war für mich warum. Er hat die ganze Eisen im Maul. Weißt du, wenn ich blut. Hast du schon? Was? Hast du schon? Nee. Das ist das Schlimmste. Ich zögere so lange aus, ich glaube. Das ist das Schlimmste. Was noch? Die anderen haben das gemacht. Das andere ist Hands in Ruhe. Das ist kein Problem. Richtig scheiße. Ja, also ich habe viel zu langsam angefangen, viel zu langsam weitergemacht. Was heißt zu langsam? Ja, also ich wollte schon generell langsam anfangen, damit ich nicht halt mich überpace und dann halt irgendwann gar nicht mehr weiterarbeiten kann. Phil hat gemeint, dass man eben halt gucken soll, dass man 8 Minuten lang wie auf dem Fahrrad fährt, anstatt halt die Übungen immer einzeln zu sehen. Ja, dementsprechend habe ich das versucht, ja. Aber konnte halt mein langsames Tempo vom Anfang schon enthalten, deswegen ja, war es nicht so gut. Aber, welcher Part war so am ekligsten? Am räudigsten? Ja, eigentlich die Burpee Box Jumpovers über die hohe Box halt. Das war am räudigsten. Ja. Geil. Wie geht's den Beinen? Beine waren eigentlich okay, es war echt eher die Lunge, die mich ja, zurückhalten hat. Von der Lunge kann der Marc dir ein Liedchen singen, dem explodiert die Lunge gerade. Das kann ich nachvollziehen. Er schmeckt nur Blut. Ja, das kann ich nachvollziehen. Er hat die ganze Eisen im Maul. War es schlimmer als die Fitness-Bundesliga? Nee, das ist tatsächlich nicht. Ja. Das war das einzige Positive. Machst du dich schon warm hier? Theoretisch könnte ich schon runter, aber ich weiß nicht, was ich eine halbe Stunde lang machen soll. Ein Nasbohr, wie immer. Ja. Slift Heavy Tape ist richtig, richtig krass verpackt. Hey, ist Quality, oder? Ich bin mehr Tommy's Tape-Fan, muss ich sagen. Was will? Tommy's Tape, sagen wir bei uns im Gym. Das finde ich besser. Aber hast du jetzt gleich fürs Workout irgendeine Strategie? Wie zum Sieg kommst du auf Platz 1? Das kommt drauf an. Yannick, wie viele Runden hast du gemacht? 3 Runde und minus 8. Also. Ja, 4 Runde wäre schon das Ziel. Naja, was? Keine Ahnung, aber. Hä? Schauen wir mal. Tempo, einfach, dass ich arbeiten kann. Ja, es hieß wie so ein, vom Gefühl her, wie jetzt ein Engine-Workout. Also wirklich Fahrradfahren. Also ja, genau, ja. 8 Minuten lang, ja, genau. Fahrradfahren. Wie ein Flexi-Warm-Up. Wie ein Flexi-Warm-Up. Genau, ja. Einfach in Bewegung bleiben, 8 Minuten lang. Genau. Gucken, dass nicht du vielleicht so viel rumstehen, einfach arbeiten. Deinen Höhepunkt bei 6 Minuten findest, wo du merkst, so, wow, jetzt tut's richtig weh. Ja. Und dann hast du nochmal die letzten gerade 2 Minuten oder so, um einfach nochmal quasi fast schon, in Anführungszeichen, fast
zu redline in die letzte Richtung. Weißt du, was ich meine? Ja. Wo du dann merkst, okay, ey, bis 6 Minuten ist ein moderates Ding, so. Okay, ich kann es aber trotzdem halten. Ja. Und dann über die 6 Minuten drüber gehe ich so in einen Bereich rein, wo du merkst, okay, das kannst du jetzt nicht mehr lang halten. Ja, genau. Ja. Ja. Aber sonst, okay. Transitions, ohne Scheiß, ja. Gut. Gut, Mann. Ja, dann viel Erfolg, Mann. Danke. Jetzt wird die Hose runterrutscht, weißt du? Hey, dir auch viel Erfolg. Danke dir. Turn up, sag ich immer. Der Notfallquetsche ist immer mit dabei. Ganz nimmst wichtig. Du mit rein? Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich, hey, Alter. Wenn das der Truck sieht. Direkt danach hau ich mir den rein. Geil. Alla hopp, lass krache. Go, Mika!